Herzlich willkommen in unserem Nähzimmer. Von hier aus zeigen wir Ihnen Tipps und Tricks rund ums Nähen, Sticken und Plotten. Wenn Sie keins dieser Videos mehr verpassen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Heute möchte ich Ihnen eine neue Maschine vorstellen. Es geht um die Bernett B68 Airlock. Die B68 ist eine Coverlock-Maschine, also eine Kombination aus Overlock und Covermaschine. Wenn Sie zwischen den beiden Funktionen wechseln möchten, müssen Sie die Maschine ein bisschen umbauen. Beim Einfädeln der Greiferfäden hilft Ihnen die integrierte Lufteinfädelung. Per Tastendruck werden die Greiferfäden bis an die Spitze durchgeblasen. Die weiteren Funktionen, die Maschine bietet, zeige ich Ihnen jetzt aus der Nähe. Rechts außen am Gehäuse befinden sich die Einstellmöglichkeiten für die Stichlänge und das Differential. Über diesen Regler kann die Geschwindigkeit der beiden Transporteure geregelt werden, dass der Stoff gedehnt oder eingekräuselt wird. Hier ist das Handrad zum Hoch- und Tiefstellen der Nadeln und hier oben befindet sich der Nähfußlifter. Es ist etwas ungewohnt, dass er auf der rechten Seite des Gehäuses ist. Bei vielen Maschinen ist er links auf der Rückseite. Jedoch ist es von der Hand her viel einfacher, hier außen an den Hebel zu fassen. Wenn Sie diesen Hebel nicht verwenden möchten oder für bestimmte Nähsituationen, können Sie auch den Kniehebel benutzen. Damit kann der Nähfuß angehoben und abgesenkt werden. Soll der Nähfuß oben bleiben, muss aber der Lifter für die Hand benutzt werden. Hier hinten befindet sich noch ein kleines praktisches Teil, und zwar ein Nadelkissen. Dort können Sie die Nadeln aufbewahren, die Sie gerade für die Nähsituation nicht brauchen. Die bereits erwähnte Lufteinfädelung verbirgt sich hinter der Klappe. Hier sind die drei Kanäle zum Overlocken und zum Covern. Und hier unten ist der Hebel zum Umstellen, um die Luftkanäle zu schließen. Und dann muss nur noch der Faden in die Öffnung gesteckt werden, um ihn bis an die Greiferspitze durchzublasen. Hier ist der Faden herausgekommen. Ein ausführliches Einfädelvideo finden Sie natürlich auch bei uns auf dem YouTube-Kanal. Innerhalb von der Klappe kann das Zubehör sicher verstaut werden. Jedes Teil hat seinen eigenen Platz. Hier zum Beispiel der Konverter, mit dem der Obergreifer abgedeckt wird, um mit nur zwei Fäden Overlocknähte zu nähen. Und hier versteckt sich ein kleines Hilfsmittel zum Einfädeln der Nadeln und zum Einsetzen der Nadeln. Also die Nadeln einfach nur in das kleine Loch stecken und damit dann bis ganz nach oben schieben. Hier an diesem Stellrad wird die Schnittbreite eingestellt und darüber gibt es noch zwei weitere Hebel. Der Rollsaumhebel, der nur zurückgezogen werden muss, um schöne Rollsäume zu nähen, und das MTC. Das ist ein kleiner Hebel. Durch dieses Verstellen dieses Hebels bewegt sich die Stichzunge nach außen und nach innen. Und damit können Sie die Greiferschlingen bestimmen. Wenn also Ihre Greiferschlingen zu nah am Stoff sind, stellen Sie diesen Hebel auf Plus und es wird ein bisschen mehr Faden freigegeben. Und wenn zu viel Schlingen übersteht, stellen Sie den Hebel auf Minus. Und so kann ganz ohne Verstellen der Fadenspannungen die Verschlingung der Greiferfäden dem Stoff angepasst werden. Hier gibt es noch eine kleine Schraube zum Anfassen. Damit kann das Messer nach unten abgeklappt werden. Damit kommen wir schon auf die andere Seite der Maschine. Die B68 hat einen großen Anschiebetisch. Der ist im Lieferumfang enthalten und er kann einfach abgezogen werden. Und dann können Sie mit der Maschine mit dem kleinen Tisch arbeiten. Der kleine Tisch lässt sich aber auch abziehen. Und dann haben Sie bei der Maschine einen Freiarm. Das heißt, Sie können geschlossene Röhren wie Hosenbeine oder Ärmel
drüber ziehen und overlocken oder covern. Die Anschiebetische sind genauso einfach wieder angebaut. Einfach nur aufschieben und schon sind sie fest. Und hier außen befindet sich noch der Fadenschneider für die Fäden. Hier werden die Fäden von vorne nach hinten drüber gezogen und abgeschnitten. Und hier das Einstellrad für den Nähfußdruck, je nach Stoff, niedriger oder höher. Wenn Sie die B68 in der Coverfunktion benutzen, haben Sie noch die zwei kleinen Tische, die montiert werden, je nachdem, ob der große Anschiebetisch dran ist oder der kleine. Und diese beiden Tische haben Montagelöcher zur Verwendung von weiterem Zubehör. Auch im Lieferumfang enthalten ist dieses Werkzeug zum Lösen der Greiferfäden und die Deko-Fadenführung, um dickere Garne ganz einfach verwenden zu können. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, ob eine kombinierte Maschine die ideale Lösung für Sie ist, haben wir auf unserem Nähratgeber noch ein Beispiel, wo genau erklärt ist, wo die Unterschiede, die Vorteile und die Nachteile liegen. Das waren unsere Infos zur Bernett B68 Airlock. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, hinterlassen Sie uns ein Like.